Mein Name ist Clara und ich bin 20 Jahre alt und studiere Informatik in Kassel. Informatiker werden heute eigentlich überall gesucht. Dementsprechend kann man eigentlich in jeden Bereich und in jede Branche reingehen, die man möchte. Und die Bezahlung ist ganz gut. Dementsprechend ist Informatik ein sehr attraktiver Studiengang. Geld ist natürlich nicht alles. Also ich zum Beispiel habe angefangen, Informatik zu studieren, weil ich schon in der Schule gemerkt habe, dass Mathematik und logische Zusammenhänge mich sehr interessieren. Und außerdem wollte ich mehr über die ganze Technik in meinem Umfeld erfahren und sie besser begreifen. Darüber hinaus möchte ich in Zukunft gerne in der Lage sein, komplexe Probleme zu verstehen und dafür Lösungen zu finden und vielleicht auch Programme zu schreiben, die Leuten das Leben leichter machen und ihnen die Arbeit abnehmen können. Bevor ich das Informatikstudium gestartet hatte, hatte ich ehrlich gesagt keine so großen Erwartungen an das Studium. Ich habe nur gehofft, dass es nicht so viel Zeitaufwand ist. Jetzt im Studium habe ich tatsächlich realisiert, dass man doch ziemlich viel Zeit investieren muss und ziemlich viel Motivation braucht. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, da das Informatikstudium hier sehr viel Spaß macht. Also Informatik findet man heute ja eigentlich überall. Sagen wir jetzt mal Social Media oder Spotify, das nutzen wir eigentlich alltäglich. Früher habe ich mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt Social Media als Beispiel nehme, frage ich mich heute, wie der Chat funktioniert. Durch Informatik bin ich jetzt in der Lage, solche Zusammenhänge besser zu verstehen. Und ich gehe auch ganz anders an Dinge heran. Wenn ich zum Beispiel eine neue App nutze, blicke ich da manchmal so ein bisschen mit so einer Programmierersicht drauf und denke, ja, warum hat die Person das gemacht und wie hat sie das gemacht? Also ich persönlich weiß noch nicht genau, was ich mit meinem Informatikstudium am Ende machen will. Und in Kassel habe ich hier die Möglichkeit, mich erst später zu entscheiden, da wir hier eine große Bandbreite abdecken und somit jetzt zum Beispiel Software Engineering oder künstliche Intelligenz schon mal kennenlernen können. Erzähle ich euch jetzt etwas darüber, was ihr eigentlich mitbringen müsst, um hier in Kassel Informatik studieren zu können. Formelle Voraussetzung für das Informatikstudium ist ein Abitur oder Fachabitur. Informiert euch am besten nochmal über die aktuellen Voraussetzungen auf den Studiengangsseiten der Uni Kassel. Informatik ist in Kassel NC-frei. Wenn ihr Informatik studieren wollt, solltet ihr technikaffin oder technikbegeistert sein. Außerdem solltet ihr gute Englischkenntnisse und Spaß an Mathematik haben. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ob eure Mathematik- und Englischkenntnisse genügend sind für den Informatikstudiengang, kommt da gerne nochmal auf die Hilfsmöglichkeiten der Universität Kassel zurück. Das wäre jetzt ein Mathematik-Vorkurs, der hier angeboten wird vor Studienstart. Und Sprachkurse an der Universität Kassel. Informiert euch gerne über das Schnupperstudium, wenn ihr bereits in der Schulzeit erste Erfahrungen in Richtung Informatikstudium sammeln wollt. Aus eigener Erfahrung würde ich noch gerne erwähnen, dass ihr keine Informatikvorkenntnisse braucht, um das Studium hier zu starten, da die Erstsemesterveranstaltungen so aufgebaut sind, dass man wirklich alles von Null lernt und da ganz gut reinkommt. Bei dem Informatikstudium werden ziemlich viele Inhalte in kurzer Zeit auf einen einprasseln. Dementsprechend braucht man ganz schön viel Durchhaltevermögen und Motivation. Das Studium erfordert um einiges mehr Eigeninitiative und Selbstständigkeit als die Schule. Das kann am Anfang etwas überfordernd sein, aber keine Sorge, da kommt man schon rein. Das Wichtigste ist, das am Ball zu bleiben. Der Bachelor hier hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern, das entspricht 3 Jahren und es beginnt immer im Wintersemester, das heißt Oktober des entsprechenden Jahres. Ein Studium ist aufgeteilt in mehrere Module. Dabei kann man sich ein Modul wie ein Fach aus der Schule vorstellen. Im Modulhandbuch findet ihr eine genaue Beschreibung zu dem jeweiligen Modul. Und im Studienverlaufsplan könnt ihr entnehmen, in welcher Reihenfolge ihr die Module am besten abschließen solltet. Im Vergleich zur Schule habt ihr hier im Studium einiges mehr Eigenverantwortung. Das heißt, ihr habt durchaus die Freiheit zu entscheiden, wann ihr welches Modul ablegt, solange ihr euch an die gewissen Beziehungen, die zwischen den Modulen herrschen, haltet. Diese Beziehungen könnt ihr aber dem Studienverlaufsplan entnehmen. Die Module begegnen euch in verschiedenen Unterrichtsformaten. Zunächst ist da die normale Vorlesung, wo die theoretischen Inhalte vermittelt werden. Dann gibt es Übungen, wo ihr Fragen stellen könnt und vergleicht. In den meisten Modulen müsst ihr auch noch Hausaufgaben abgeben. Außerdem gibt es Tutorien, wo ihr nochmal gesondert Fragen stellen könnt und Inhalte wiederholt werden. Des Weiteren gibt es noch Labore, Praktika und Seminare. Dabei stellen Übungen und Labore den praktischen Bezug zu dem her, was man vorher in den Vorlesungen gelernt hat. Beispielsweise habe ich im 2. Semester Labor C einen Roboter programmiert, der dann ein paar Runden im Kreis gefahren ist. Während dem Semester besucht ihr ja die Module. Am Ende des Semesters werden diese dann meistens in Form von Klausuren in einer Klausurenphase abgeschlossen. Darüber hinaus sollte noch erwähnt werden, dass Klausuren auch nicht nur schriftlich sein können. Es kann auch sein, dass ihr mündliche Prüfungen, Ausarbeitungen oder Dokumentationen abgeben müsst. Gut, dann kommen wir jetzt am besten noch zur Klausurenphase. Diese findet meistens in den Semesterferien statt.
Aber an der Stelle ein kleines Vorsicht. Es kann auch mal vorkommen, dass man 3 Klausuren in einer Woche hat. Dementsprechend reicht es leider nicht, erst 2 Wochen vorher anzufangen. Ich würde euch empfehlen, möglichst früh anzufangen und vielleicht schon während dem Semester Zusammenfassungen zu machen, immer aktiv bei Übungen dabei zu sein und Fragen zu stellen, wenn sie auftreten. Aus persönlicher Erfahrung würde ich euch zudem noch empfehlen, bereits am Anfang des Semesters euch eine Lerngruppe zu suchen, mit der ihr während dem Semester arbeiten könnt. Das macht einfach viel mehr Spaß und es ist weniger frustrierend, als alleine vor Problemen zu sitzen. Und vielleicht findet ihr dadurch auch ein paar Freunde fürs Leben. Einen zeitlichen Aufwand an der Stelle zu definieren, fällt mir persönlich ziemlich schwierig, da jeder unterschiedlich lange für Übungszettel oder Zusammenfassungen benötigt. Orientiert euch dabei nicht an euren Kommilitonen oder an dem zeitlichen Aufwand, der auf dem Blatt steht, sondern nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um die Inhalte wirklich zu verstehen. Wenn ich durch die Videos jetzt euer Interesse wecken konnte, informiert euch am besten nochmal über den Studiengang und schreibt euch in Kassel ein.